Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Kommen wir zu den Lokalnachrichten. In der Kleinstadt Belgdorf ist es gestern Abend zu einem tragischen Vorfall gekommen. Angelika Fuchs, eine Lehrerin des örtlichen Gymnasiums, wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Jedoch nicht alleine. Ebenfalls leblos fand man den 16-jährigen Lennart Blum, der direkt neben der 44-jährigen Frau lag. Mittlerweile ist man sich sicher, dass die beiden Opfer eines Mordes wurden. Über die Art und Weise möchte die Polizei noch keine Auskunft geben. Unklar ist außerdem, warum sich der 16-jährige Lennart in dem Haus seiner Lehrerin aufhielt. Es gibt zwar einige Andeutungen, warum dies so gewesen sein könnte, jedoch noch keine handfesten Beweise. Wir bitten ganz Belgdorf, die Augen offen zu halten und warnen zu größter Vorsicht. Der Mörder der beiden Opfer läuft hier noch irgendwo frei herum. Daher bitten wir Sie, abends Ihr Haus am besten nicht mehr zu verlassen und rufen auch alle Eltern dringend auf, ihre Kinder direkt von der Schule abzuholen. Die Ermittlungen laufen gerade auf Hochtouren. Wir können nur schwer hoffen, dass der Mörder von Lennart und von Angelika Fuchs bald gefasst werden. Und jetzt geht es weiter mit dem Wetter. Es war ein Abend wie jeder andere auch, als die fünf besten Freunde Lea, Louis, Christian, Maike und Leonie sich trafen und sich alle mal wieder schön betranken. Treffpunkt war das Haus von Christian. Dort hielten die fünf die meisten ihrer Saufabende ab. Christians Familie war sehr wohlhabend und daher hatten sie auch ein ziemlich großes Haus. Zudem waren Christians Eltern ziemlich oft außer Haus und meistens selbst an Wochenenden nicht da. So war es natürlich nur naheliegend, dass die Clique ständig zu Christian ging. Wie üblich hatten die fünf auch an diesem Freitagabend mehr als ausreichend für Alkohol und Snacks gesorgt. Im Wohnzimmer wurde dann schön alles ausgebreitet, es sich gemütlich gemacht und schon konnte die kleine Party beginnen. Es wurden Trinkspiele gespielt, Horrorfilme geguckt, Playstation-Spiele gezockt und über die Mitschüler gelästert. Von der Clique waren alle in derselben Stufe. Christian und Louis waren in einer Klasse und die drei Mädels in der Parallelklasse. Es dauerte also nicht lange, bis der Alkoholpegel bei den Jugendlichen ordentlich in die Höhe gestiegen war. Dann gingen die verrückten Sachen ab. Laute Musik, Tanzen und ja, es wurde auch hier und da ein wenig rumgeknutscht. Feste Paare gab es zwar keine innerhalb der Clique, aber wenn die fünf betrunken waren, machte man einfach mal wieder untereinander rum. Das gehörte einfach dazu. Dieser Freitagabend hatte es also wirklich in sich. Die gute Laune unter den Jugendlichen stieg immer weiter. Bald war der absolute Höhepunkt erreicht, bei dem alle wie wild durch die Gegend tanzten und herumschrien. Louis! Brüllte Christian, während er seinen Arm um seinen besten Kumpel legte. Du weißt, dass ich dich liebe, Mann! Ich lieb dich auch, hickste Louis zurück und gab Christian daraufhin einen fetten Schmatzer auf die Wange. Auch die Mädchen amüsierten sich prächtig. Leute, ganz ehrlich, man kann mit niemandem so viel Spaß haben wie mit euch! Schrie Leonie und richtete ihre Arme feierlich Richtung Himmel. Ist echt so, stimmte Maike unmittelbar zu. Wir sind einfach die Besten. Da kann mir auch keiner was anderes sagen. Wir sind die Besten. Und ihr seid die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Sowas von, brachte dann Lea auch noch unmittelbar zum Ausdruck. Offenbar war nun mit dem energetischen Höhepunkt zusammen auch die sentimentale Phase der Jugendlichen eingetreten. Ich bin wirklich froh, dass ich euch habe, redete Lea weiter. Nein, wirklich, auch wenn ihr jetzt vielleicht lacht, aber ich glaube, wenn ich euch nicht hätte, dann... Ach, keine Ahnung, ich wüsste einfach nicht, wie ich ohne euch leben sollte. Die drei Mädchen nahmen sich gegenseitig in den Arm. Kuschelphase war jetzt angesagt. Nachdem Leonie, Lea und Maike sich also geschlagene 5 Minuten fest umschlangen, machte Christian dann die Musik aus. Ich brauche mal kurz ein bisschen Ruhe, sagte er und legte sich einfach mitten auf den Boden. Ja, gute Idee, sagte auch Louis und legte sich auf die ein paar Meter weiter entfernte Couch. Okay, ich hol noch mal ein paar Snacks aus der Küche, rief Lea in die Runde und verließ daraufhin das Wohnzimmer. Ich muss mal zur Toilette, kicherte Leonie. Oh ja, ich auch, meinte Maike. Gehst du oben, dann geh ich unten. Und so waren die beiden anderen Mädchen schnell verschwunden. Das erste Mal seit ein paar Stunden herrschte völlige Stille. Wenn man nur gehört hätte, hätte man im Leben nicht gedacht, dass die fünf eben gerade noch so dermaßen abgegangen waren. Christian und Louis machten die Augen zu, sie redeten nicht. Ihre Köpfe brummten vom Alkohol und in ihren Ohren piepste es wegen der lauten Musik. Jetzt war erstmal kurz Entspannen angesagt, bevor es dann wieder weiterging. Ein paar Minuten blieben Louis und Christian also so liegen, doch dann ging auf einmal das Licht aus. Christian und Louis schreckten hoch. Warst du das? Fragten sie sich gleichzeitig. Nein, ich hab nichts gemacht. Hallo Mädels, seid ihr wieder da?
rief Christian, aber niemand antwortete. Komisch. Christian stand auf, ebenso Louis. Doch dann passierte es. Von dem einen Moment auf den anderen. Es waren keine komischen Substanzen im Spiel. Christian und Louis waren nur betrunken. Alleine davon hätten sie also keine Halluzination bekommen können. Die beiden Freunde dachten sich nichts. Sie wollten gerade einfach nur aus dem Wohnzimmer gehen und ihre Freundin suchen und dann erschien plötzlich eine Gestalt. Louis und Christian sahen sie beide und ihre Reaktion sahen daher ebenso ähnlich aus. Sie schrien, als sie die Gestalt erblickten, denn was sie da plötzlich vor sich sahen, was da aus dem Nichts ohne Ankündigung erschienen war, sah aus wie ein Pferdekopf. Jedoch kein normaler Pferdekopf, sondern es war bloß der Schädel eines Pferdekopfes. Also besser gesagt ein Schädeltotenkopf. Und dieser Schädeltotenkopf hatte einen Nacken. Einen Nacken, der auf den ersten Blick gefühlt unendlich lang war. Er war ein biegsamer Nacken, der sich durch den gesamten Raum erstreckte. Der Pferdetotenkopf starrte die beiden Freunde an. Oder nein, genauer gesagt starrte er Louis an. Er starrte ihm direkt ins Gesicht. »Christian«, rief Louis seinem Freund zu, doch er bekam keine Antwort. »Christian! Christian!« Wieder kam keine Antwort. War Christian etwa so starr vor Schreck, dass er nicht mal in der Lage war zu antworten? Louis wusste es nicht. Er konnte ihn ja nicht sehen. Das Licht war immer noch aus. Ein paar Momente der Ewigkeit starrte Louis weiter dem Pferdetotenkopf in die Augen, das diesen unendlich langen Nacken hatte, mit dem es immer mal wieder kurz knackte. Dieses Knacken war ein furchtbares Geräusch, das jeden noch so taffen Menschen vor Angst weiche Knie machen würde. Diese langen, ewigen Momente passierte nichts. Doch dann hörte Louis auf einmal einen Schrei. Das war ganz klar eine weibliche Stimme. Eines von den Mädchen hatte geschrien. Und dann drehte sich der Pferdetotenkopf plötzlich um. Er sauste in riesiger Geschwindigkeit aus dem Wohnzimmer heraus. Louis lief sofort hinterher, aber dieser Pferdetotenkopf war schneller. Viel schneller sogar. Louis verlor ihn schnell aus den Augen. Als Louis sich aus dem Wohnzimmer getastet hatte, fand er endlich einen Lichtschalter. Er betätigte ihn, doch es passierte nichts. Das Licht ging nicht an. Jetzt rief Louis wieder nach seinen Freunden. »Christian, Leonie, wo seid ihr?« Doch was daraufhin folgte, war bloß ein weiterer Schrei von einem der Mädchen. Und dann wieder ein weiterer und noch einer. Und dann schrie plötzlich Christian. Aber seine Stimme kam nicht mehr aus dem Wohnzimmer, sondern von weiter weg. Was zur Hölle war hier nur los? Und dann erschien es wieder, direkt vor Louis' Augen, das Gesicht des Pferdetotenkopfes. Gleichzeitig ertönten die Schreie wieder, die waren jetzt näher. Louis' Freunde waren jetzt ganz in der Nähe. »Hallo Leute«, rief Louis noch einmal. »Was ist das?«, schrie ein Mädchen, das war Lea. »Wo kommt das her?« Die Mädchen rasteten jetzt komplett aus, doch noch ehe Louis irgendetwas Beruhigendes sagen konnte, ging das Licht auf einmal wieder an, ganz plötzlich. Und gleichzeitig verschwand der Pferdetotenkopfschädel mitsamt seines endlosen Nacken. Louis musste sich erst einmal die Augen reiben, bevor er wieder richtig sehen konnte. Und noch bevor sich seine Augen richtig an das Licht gewöhnt hatten, war sofort Lea bei ihm. »Louis«, heulte sie und nahm ihn in den Arm. »Was war das? Was war das nur?« Gleich darauf kam auch Maike und dann Christian. Alle waren total aufgeregt. Zusammenhanglose Sätze wurden gesagt. Alle schienen nicht wirklich auf die Situation klarzukommen. Doch noch während alle so durcheinander redeten, sagte Christian auf einmal den Satz, den in dieser Situation keiner hören wollte. »Wo ist eigentlich Leonie?« Die vier erstarrten. Ja, wo war Leonie? Sie war jedenfalls nicht bei ihnen. Sofort überkam die Freunde ein ungutes Gefühl. Sie schauten überall nach, in jedem einzelnen Zimmer in diesem riesengroßen Haus. Und sie fanden sie auch. Maike fand sie im Badezimmer, auf dem Boden liegend, nicht mehr atmend. Sie war tot. Die Jugendlichen gerieten außer sich, als sie ihre tote Freundin fanden. Völliges Chaos machte sich breit. Dieses Ding hat sie getötet, schrie Maike. Habt ihr es auch gesehen? Diesen Pferdekopf?
Ja, antwortete Christian und sah mit verstörtem Gesichtsausdruck die tote Leonie an. Was war das? Was war das für ein Ding? Ich hab keine Ahnung, sagte Louis. Aber ihr alle habt es auch gesehen, oder? Ja, sagten Christian, Maike und Lea im Chor. Jetzt starrten sich die vier Freunde gegenseitig an. Es fühlte sich so an, als wären sie in einem Albtraum. Ein Albtraum, der aber leider vollkommen real war. Ich rufe die Polizei, sagte Maike und wollte gerade herausstürmen, doch sie wurde aufgehalten, und zwar von Christian. Halt, Maike, rief er. Erschrocken blieb Maike stehen und drehte sich um. Was ist? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, erwiderte Christian. Die Polizei zu rufen, meine ich. Und warum das? Naja, wir sind uns alle einig, dass wir dieses Ding gesehen haben und dass es Leonie getötet hat. Aber ich denke nicht, dass die Polizei uns diese Geschichte abkaufen wird. Nein, vielmehr glaube ich, dass sie gegen uns ermitteln werden. Dass sie glauben werden, dass einer von uns oder sogar wir alle vier zusammen Leonie getötet haben. Ein langes Schweigen folgte auf Christians Worte. Louis, Maike und Lea überlegten und kamen schließlich zu demselben Schluss. Christian hatte recht, und zwar sowas von. Die Gruppe war in einer schrecklichen, prekären Lage. Ihre Freundin war gerade gestorben, eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben. Es war ihre Pflicht, die Polizei zu rufen und Leonies Familie zu informieren, aber das konnten sie nicht. Denn was sollten sie bitte der Polizei dann sagen, wenn sie eintraf? Dass plötzlich ein Pferdetotenkopf aus dem Nichts erschienen war mit einem unendlich langen Hals und dass dieser ihre Freundin getötet hatte? Niemals würde ihnen das irgendjemand glauben. Und somit trafen Louis, Christian, Lea und Maike zusammen eine einstimmige Entscheidung. Sie würden nicht zur Polizei gehen. Sie würden sie nicht informieren, obwohl gerade ihre beste Freundin ermordet wurde. Sie würden auch sonst niemandem von Leonies Tod erzählen, nicht mal ihrer Familie. Stattdessen brachten die vier Freunde Leonies Leiche raus und vergruben sie im Garten. Es war ja noch dunkel und in Christians Garten war man ungestört. Niemand konnte sie von dort aus sehen, nicht mal die Nachbarn. Es war eine Aktion wie in einem Horrorfilm, aber den Jugendlichen blieb in ihrer Sicht nichts anderes übrig, zumindest dachten sie das. Ja, sie taten es also wirklich. Sie vergruben unter Tränen die Leiche ihrer Freundin und einigten sich daraufhin auf eine Geschichte, die sie erzählen würden, wenn sie Leonie als vermisst meldeten. Christians Haus verließen die vier jedoch, gleich nachdem sie Leonie begraben hatten. Sie konnten nicht dort bleiben. Zu groß war ihre Angst, dass dieser Pferdetotenkopf wieder auftauchen würde. Sie warteten also bis zum Morgengrauen im Park, einige hundert Meter entfernt von Christians Haus. Dort redeten sie nicht viel, alle befanden sich im tiefen Schockzustand. Erst als die Sonne wieder schien, rief Christian dann die Polizei an und meldete Leonies Verschwinden. Von da an nahmen die Ereignisse ihren Lauf. Leonie wurde als vermisst gemeldet, die ganze Kleinstadt war in Aufruhr, vor allem nach dem mysteriösen Tod der Lehrerin Frau Fuchs und dem Schüler Lennart Blum war Leonies Verschwinden mehr als nur besorgniserregend. Leonies Familie war in größter Sorge, überall wurde nach dem Mädchen gesucht, doch sie konnte nicht gefunden werden. Christian, Louis, Lea und Maike hatten einen finsteren Mann erfunden, den sie mehrere Male vor Leonies Verschwinden vor Christians Haus gesehen hatten wollen. Nach diesem wurde also gesucht, doch natürlich gab es diesen Mann gar nicht. Keiner kam auf die Idee, in Christians Garten nachzusehen und die vier Freunde zu verdächtigen. Das war das Glück der Gruppe. Wobei in dieser Situation Glück ja natürlich das völlig falsche Wort war. Eine tiefe Depression überfiel die vier Freunde nach Leonies Tod und eine unfassbare Angst, und zwar darüber, dass der Pferdetotenkopf bald wiederkommen und auch sie töten würde. Zusätzlich dazu hatte man natürlich auch die Furcht, dass man Leonies Leiche letztendlich doch noch in Christians Garten finden würde. Dann wären die vier Freunde geliefert, denn wenn man Leonie erst einmal finden würde, dann würde ihn erst recht niemand mehr glauben. Dann wäre für jeden klar, dass die vier Freunde selbst die Täter waren. Vor allem die ersten Tage nach Leonies Tod
waren für Louis, Christian, Maike und Lea der absolute Horror. Nicht nur, dass ihre beste Freundin tot war und sie ständig Angst haben mussten vor diesem Pferdemonster, nein, sie mussten allen anderen auch ständig etwas vorlügen. Die Geschichte um Leonies Verschwinden mussten sie täglich dutzende Male erzählen. Der Polizei, ihren Familien, Leonies Familien, ihren Freunden. Und sie mussten verschweigen, dass Leonie bereits tot war. Das war eine riesige Last für sie alle. Zunächst setzten sich die vier Freunde noch regelmäßig zusammen und beredeten, wie sie weiter vorgehen sollten. Sie versuchten, sich an irgendeine Hoffnung zu klammern, wie sie das Monster, sie hatten nachgelesen, was in der Mythologie Longhorse hieß, schnappen sollten. Aber schnell musste ihnen klar werden, dass es da nichts zu machen gab. Es gab keine Möglichkeiten, dieses Monster zu fassen. Und selbst wenn, dann wäre es wahrscheinlich viel zu gefährlich. Alles, was die Freunde tun konnten, war erstmal zu hoffen, dass sie das Monster nicht ein zweites Mal angriff und einen weiteren von ihnen umbrachte. Und zweitens, dass niemand Leonies Leiche in Christians Garten fand. Wenn dann etwas, oder besser gesagt sehr viel Zeit verstrichen war, würden sie dann vielleicht ein einigermaßen ruhiges Leben führen können. In dieser furchtbaren Zeit waren Louis, Christian, Lea und Maike auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Sie brauchten sich nun mehr denn je. Umso schlimmer jedoch, dass die vier sich ausgerechnet in dieser Zeit voneinander entfernten. Die Freunde konnten sich nicht mehr in die Augen sehen, ohne an die Ereignisse von jener Nacht zu denken. Ihr gemeinsames Geheimnis schien die Freundschaft zwischen ihnen zunichte zu machen. Sie konnten es nicht mehr aushalten. Und so sprachen die vier immer weniger miteinander. Genauer gesagt redete man irgendwann nur noch, wenn es um Leonie ging, wenn man über sie reden musste. Privat machte man gar nichts mehr miteinander. Die Gruppe ging auseinander und eines Tages war jeder nur noch für sich allein. Es wurde sich noch nicht einmal mehr bei einem anderen ausgeheult, wenn der Kummer und die Angst einen wieder überkamen. Es war vorbei. Die Clique gab es nicht mehr. Das Einzige, was die vier ehemaligen Freunde nun noch verband, war ihr gemeinsames Geheimnis. Ein Geheimnis, das sie wahrscheinlich bis ins Grab tragen würden und das sie niemals wieder ganz loslassen könnten. Es war ein Abend wie fast jeder andere. Leonie war nun schon seit 3 Monaten tot. Die Aufregung um den Fall hatte sich zwar etwas gelegt, jedoch nicht ganz. Natürlich wurde immer noch an allen Ecken nach ihr gesucht. Das Ganze bekam nur in der Öffentlichkeit nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit. Es wurde weniger darüber geredet. An diesem Abend saß Louis in seinem Zimmer und schaute Fernsehen, irgendeine Comedy-Serie, über die er lachen konnte. Dabei aß er seine Sandwiches, die er sich gemacht hatte. Nichtsahnend saß er da, auf seinem Bett, den Mund voll und völlig konzentriert auf das Geschehen hinter dem Bildschirm. Doch dann auf einmal wurde es dunkel. Das Licht ging aus, ohne dass jemand den Schalter bewegt hatte. Aber nicht nur das Licht, auch der Fernseher ging plötzlich aus. Louis fuhr zusammen. War es jetzt wieder soweit? Ja, es war soweit. Nur etwa eine Sekunde, nachdem Louis nun in völliger Dunkelheit saß, erschien etwas. Eine Gestalt. Eine furchterregende, übernatürliche Gestalt. Ein Pferdetotenkopf mit einem Hals, der scheinbar endlos lang war. Longhorse starrte Louis an und Louis sah zurück. Doch Louis rastete nicht aus. Er bekam keine Panik oder Angst. Mit einem fast schon sanften, aber auch ernsten Blick sah er Longhorse in die Augen. »Da bist du ja wieder«, begrüßte er das Wesen. Der Pferdetotenkopf machte eine kleine Bewegung, die seinen Nacken knacken ließ. Es schien, als wäre das seine Art, Hallo zu sagen. »Ist es jetzt also wieder soweit?«, fragte Louis. Jetzt nickte der Totenkopf, ohne den Blick von Louis zu lassen. »Ich verstehe«, entgegnete Louis. »Ich werde es tun, versprochen«, wieder nickte Longhorse. Und dann verschwand er wieder genauso plötzlich, wie er auch gekommen war. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist eine Eilmeldung. Vor etwa 2 Stunden wurde die 16-jährige Lea Hoffmann tot in einer Scheune aufgefunden. Allem Anschein nach wurde sie ermordet. Genaueres ist noch nicht bekannt. Jedoch wissen wir bereits, dass es sich bei dem Opfer um eine der Jugendlichen handelt, die mit der seit 3 Monaten vermissten Leonie Röhrig befreundet war und zudem in der Nacht ihres Verschwindens bei ihr gewesen war. Man kann also davon ausgehen, dass das Verschwinden von Leonie und der Mord an Lea in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Weitere Informationen folgen noch. Wir bitten Sie erneut eindringlich darum, enorme Vorsicht walten zu lassen und abends das Haus nicht mehr zu verlassen, bis der Verantwortliche für dieses schwere Verbrechen in unserer schönen Kleinstadt gefasst werden kann. Wir halten Sie auf dem Laufenden und jetzt machen wir weiter mit dem Wetter. Es ist an der Zeit, dass ihr meine Backstory erfahrt. Erstmal,
Mein Name ist Louis und heute ist der letzte Tag meiner Ferienfahrt. Seit ich klein bin, bin ich immer wieder mit derselben Jugendgruppe im Sommer in die Ferien gefahren. Und so auch dieses Jahr. Und dieses Mal war es wirklich echt der Hammer, denn ich habe eine neue Clique gefunden. Da wären außer mir einmal mein bester Freund Christian, mit dem ich ja auch immer hierher fahre und mit dem ich ein Zimmer teile, und dann wären da noch Lea, Leonie und Maike. Ja genau, drei Mädchen. Ich weiß, besser hätte es gar nicht kommen können. Die drei sind in unserer Parallelklasse, ich kenne sie also schon länger, aber wir hatten noch nie miteinander etwas zu tun. Auf dieser Ferienfahrt jedoch haben wir uns alle richtig gut verstanden und uns angefreundet. Nach dem ersten Tag gab es nur noch uns fünf. Wir haben alles zusammen gemacht und sind das absolute Dreamteam. Besonders gut verstehen sich aber Christian und Maike. Manchmal verkrümeln sich die beiden für ein oder zwei Stunden, wohin auch immer. Ich bin mir nicht sicher, was da genau läuft zwischen den beiden, aber Christian will auch nichts verraten. Ich finde es etwas schade, dass die Ferienfahrt morgen vorbei ist und heute unser letzter gemeinsamer Abend ist. Aber unsere neue Clique wird erhalten bleiben. Wir haben jetzt schon gesagt, dass wir uns auch nach der Fahrt regelmäßig treffen werden. Und ich bin darüber richtig glücklich. Das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens und jetzt sitze ich hier in meinem Zimmer. Ich habe mich zurückgezogen, um ein paar Minuten für mich alleine zu sein und diese unfassbare Zeit zu reflektieren. Aber, wow, was ist das denn? Warum ist denn jetzt auf einmal das Licht ausgegangen? Es ist doch niemand hier, haben wir... Wäre etwa ein Stromausfall? Ich will aufstehen und das Zimmer verlassen, doch dann erscheint auf einmal etwas, und zwar aus dem Nichts. Ich fahre erschrocken zusammen. Vor mir erscheint ein Pferdekopf mit einem lang, gefühlt endlosen Knochenhals. Eigentlich will ich schreien, doch die Erinnerungen kommen sofort zurück. Bist du etwa? Frage ich. Longhorst nickt. Es ist lange her, sage ich. Ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich real war, was ich damals erlebt habe. Ich meine, ich war damals noch ein kleines Kind. Aber ich habe bis heute geglaubt, dass du echt warst. Und nun, nach all den Jahren, erscheinst du mir wieder. Longhorst knackt mit seinem langen Hals. Heute Nacht wird eine furchtbare Nacht, nicht wahr? Fragt Louis. Wieder nickt der Pferdetotenkopf. Eines Tages nach Louis' Begegnung mit dem Pferdetotenkopf. In den Nachrichten. Sehr geehrte Damen und Herren, hier leider eine schreckliche Meldung. Innerhalb einer Jugendgruppe aus der Kleinstadt Bergdorf, die über drei Wochen ans Meer in eine Jugendherberge gefahren war, gab es einen tragischen Unfall. Am letzten Abend, bevor die Leiter mit den Jugendlichen wieder abfahren wollten, verunglückte eine 14-Jährige schwer. Die genauen Umstände sind nicht bekannt, jedoch soll sie eine Klippe heruntergefallen sein. Der Sturz war tief, der Aufprall hart. Sie war sofort tot. So berichtet es zumindest die Polizei. Gefunden wurde die 14-Jährige von fünf weiteren Teilnehmenden an der Jugendreise. Man geht hierbei von einem Unfall aus ohne Fremdeinwirkung. Trotzdem wird noch weiter ermittelt. Zurück zur Hauptgeschichte. Es waren einige Tage nach Leas Tod, als Louis seine beiden noch verbleibenden Freunde, Christian und Maike, zusammenrief. Er bestellte sie zu sich nach Hause. Seine Eltern waren nämlich an dem Tag nicht da. Er wollte mit ihnen alleine sprechen. Zwar hatten sich die drei in den letzten Monaten voneinander entfernt, doch aufgrund Leas Tod redeten sie jetzt gerade wieder sehr viel miteinander. Hatte Longhorst sie getötet? Und würde dieser Longhorst jetzt auch bald sie töten? Das waren die Themen der Gespräche zwischen den dreien. Louis jedoch sagte seinen beiden Freunden, dass er glaubte, die Lösung gefunden zu haben. Maike und Christian waren sehr erstaunt über diese Worte und wollten wissen, was er meinte. Doch Louis sagte, dass er das Ganze in Ruhe und vor allem nicht in der Schule mit ihm besprechen wollte. Und so standen Maike und Christian um Punkt 20 Uhr bei Louis vor der Haustür. Louis machte auf und bat sie hinein. Die drei gingen direkt nach oben in Louis' Zimmer. Eine etwas merkwürdige Spannung entstand. Keiner der drei sagte etwas. Es wurde geschwiegen, sich jedoch nicht aus den Augen gelassen. Hier lag irgendetwas in der Luft, auch wenn man nicht sagen konnte, was genau. Die Sekunden, in denen die drei die Treppe hochstiegen, fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Sie schienen in Zeitlupen zu gehen. Als sie dann in Louis' Zimmer sahen, starrten die drei sich an, ohne ein Wort zu sagen. Und dann ging es sehr schnell. Auf einmal zog Louis eine Schusswaffe aus der Tasche und richtete sie direkt auf Christian und Maike.
Die beiden schrien vor Schreck und zuckten zusammen. »Louis«, rief Christian, »was soll das?« »Keine Bewegung«, drohte Louis und sah seinem ehemals besten Freund mit einem drohenden Funkeln in die Augen. Dann sah er zu Maike, nicht weniger bedrohlich. »Louis, was wird das?« stieß Maike hervor. »Ich weiß, das, was hier gerade passiert, macht dich wahnsinnig. Uns auch. Aber bitte dreh jetzt nicht durch.« »Wer redet denn hier von durchdrehen?« entgegnete Louis. »Ich drehe nicht durch. Das Einzige, was ich tun werde, ist, euch nun zu töten.« Christians und Maikes Augen wurden starr vor Entsetzen. »Was, aber wieso?« stammelte Christian und stand auf, während er seine Hände nach oben streckte. »Louis, wir sind beste Freunde. Was redest du da?« »Gute Idee, Christian, danke«, erwiderte Louis. »Maike, steh auch auf und nimm deine Hände hoch.« »Aber tu, was ich dir sage«, donnerte Louis und richtete nun seine Waffe von Louis auf Maike. Maike gehorchte sofort, ihr Gesicht war totenbleich vor Angst. Louis meinte es vollkommen ernst. »Ich schwöre euch, wenn sich einer von euch beiden nur kurz bewegt, dann seid ihr beide tot, kapiert?« Christian und Maike nickten langsam. Das hielt Christian jedoch nicht davon ab, weiter auf seinen Kindheitsfreund einzureden. »Louis, sag uns doch jetzt endlich, was das soll. Was machst du denn hier? Du bedrohst gerade deine beiden besten Freunde, die einzigen, die dir noch geblieben sind, seit Leonie und Lea tot sind. Also nimm jetzt bitte die Waffe runter.« Doch Louis dachte gar nicht daran. »Ich habe euch gesagt, dass ich euch eingeladen habe, um etwas mit euch zu besprechen.« »Nun, das ist auch so. Ich möchte euch etwas erzählen.« Christian und Maike sahen Louis fragend an. »Ihr habt das Monster damals genauso gesehen wie ich, nicht wahr?« »Ja«, antworteten die beiden im Chor. »Gut, was ich euch jedoch nicht erzählt habe, ist, dass dieses Monster mir in dieser Nacht nicht zum ersten Mal begegnet ist.« Christians und Maikes Pupillen weiteten sich. Sie waren sich nicht sicher, ob sie ihn richtig verstanden hatten. Was hatte ihr Kumpel da gerade gesagt? »Ja, ganz genau. Ich kenne das Monster mit dem Pferdetotenkopfschädel und dem endlos langen Hals. Oder auch Longhorse, wie ich es für mich persönlich nenne. Es ist mir insgesamt 5-mal begegnet. Einmal an dem Abend, als Leonie starb. Dann erst vor ein paar Tagen, kurz bevor Lea ermordet wurde. Und dann noch damals, an unserem letzten Abend unserer Ferienfahrt, bei der wir uns alle angefreundet haben, vor 2 Jahren. An dem Abend, als Marie gestorben ist, als sie die Klippe heruntergefallen ist. Das allererste Mal jedoch, als mir Longhorse begegnet ist, war im Urlaub. Ich war da gerade einmal 8. Mein Großvater wurde in dieser Nacht ermordet, kaltblütig, von einem Räuber. Er war mit mir und meinen Eltern mit in den Urlaub gefahren, zusammen mit meiner Großmutter. Kurz nach diesem furchtbaren Ereignis musste sie in die Psychiatrie eingewiesen werden.« Christian und Maike zitterten nun am ganzen Körper. Die Legende war also wahr. Natürlich hatten sie zuvor schon von Longhorse gehört, und dass es ihn gab, hatten sie ja vor 3 Monaten gesehen. Aber nun hatten sie komplette Gewissheit. Alles, was man sich über Longhorse erzählte, das, was es tat und wofür es stand, es war also wahr. Und wenn das der Wahrheit entsprach, dann hieß das noch etwas anderes. Und das hieß wiederum, dass Christian und Maike nun wirklich um ihr Leben fürchten mussten, als sie in die Augen von Louis blickten. Denn wenn Longhorse Louis nun schon seit Jahren erschien, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass er wusste. »Ihr habt sie getötet, nicht wahr?« sagte Louis mit zitternder Stimme. »Ihr wart es. Ihr habt Leonie getötet und auch Lea und Marie damals auf der Ferienfahrt.« Christian und Maike antworteten nicht. Sie starrten sich bloß gegenseitig an, mit großer Angst in den Augen. »In dem Rucksack, den du dabei hast, Christian«, redete Louis nun mit erhobener Stimme weiter. »Was ist da drin?« »Waffen? Ihr hattet vor, mich heute auch zu töten, nicht wahr? Wenn ihr gerade richtig aufgepasst habt, dann erinnert ihr euch sicher, dass ich gesagt habe, dass mir Longhorse 5-mal erschienen ist. Aber ich habe nur 4 Begegnungen aufgezählt. Denn das 5. und letzte Mal war heute, gerade einmal vor ein paar Stunden. Tja, und ich denke, ihr wisst, was das bedeutet.« Jetzt stand auch Louis von seinem Stuhl auf und begegnete seinen Freunden auf Augenhöhe. »Longhorse ist kein böses Monster. Es sieht zwar so aus, aber es würde niemals jemanden wehtun. Longhorse erscheint immer nur dann, bevor etwas Schreckliches, etwas sehr Schreckliches passiert. Immer dann, bevor ein Mensch einen anderen tötet. Und jedes Mal, nachdem Longhorse mir erschienen war, geschah ein Mord in meiner Nähe. Ich habe mich diese ganzen 2 Jahre lang gefragt, wer Marie getötet hat. Wer auf der Ferienfahrt. Jeder dachte ja, es wäre ein Unfall gewesen. Aber durch Longhorse wusste ich, dass dem nicht so war. Ich wollte es nie glauben, dass du an dem Mord beteiligt warst. Ich wusste, dass du so etwas nie tun würdest,
also habe ich es konsequent geleugnet und verdrängt. Obwohl ihr drei, du, Maike, Lea und Leonie, zum Zeitpunkt des Unfalls, die einzigen wart, die außer Marie den Bereich der Jugendherberge verlassen hatten. Ich habe es mir eingeredet, ja die ganze Zeit, dass es irgendjemand anderes war, obwohl außer uns Jugendlichen ja sonst keine Menschenseele dort war. Und ihr beide und Lea wart es, die Marie gefunden haben. Vielleicht gab es ja doch irgendwo einen mysteriösen Mörder, der alleine in der Nähe der Klippen lebte, das habe ich mir eingeredet. Doch dann kam die Nacht, in der Leonie ermordet wurde. Und dann gab es nichts mehr zu leugnen. Longhorst prophezeite mir den Mord. Eigentlich habt ihr beide vorgehabt, uns alle zu töten, nicht wahr? Aber ihr wart selbst so geschockt von Longhorst, dass ihr es dann nur bei diesem einen Mord gelassen habt. Außerdem konntet ihr das Verbrechen auf das Monster schieben. Die Idee, dass wir alle zusammen Leonie begraben, hattest du, Christian. Du, Maike, hast so getan, als würdest du die Polizei rufen wollen. Ein geschicktes Schauspiel, das muss ich zugeben. Es war ein perfektes Timing. Als ihr drei Mädchen alle drei rausgegangen seid, hast du Maike Leonie getötet. Und direkt danach kam Longhorst. Oder? War es nicht so? Mit hasserfüllten Augen sah Louis nun seine beiden ehemaligen Freunde an. Diese hatten seinen Worten nichts mehr hinzuzufügen. Ihre Blicke sprachen Bände. Leider, redete Louis weiter, leider war ich ein dummer, naiver Narr. Selbst nach dem Mord an Leonie war ich noch unschlüssig, wer der Mörder war. Vielleicht war es doch Lea. Und ich habe nach allen Gründen gesucht, warum du, Christian, nicht der Mörder sein konntest. Dabei war es eigentlich glasklar. Naja, zumindest nach Leas Tod kann ich mich jetzt endlich dieser Einsicht stellen. Du und Maike, ihr wart so oft allein und auch nach dem Mord an Leonie habe ich euch oft zusammen gesehen. Ich wusste es einfach. In meinem Bauch wusste ich es die ganze Zeit. Wenn ihr zusammen wart, dann hattet ihr manchmal diese Boshaftigkeit. Ich habe es in euren Augen gesehen. Maike hat dich dazu gemacht, nicht wahr? Zu einem Killer, meine ich. Lieg ich nicht richtig, Christian? Jetzt hob Christian seinen Blick und sah Louis direkt in die Augen. Eigentlich, erwiderte er, habe ich Maike zur Killerin gemacht. Marie war nicht der erste Mensch, den ich getötet habe. Ich habe schon mehrere Menschen ermordet. Und als ich Maike sah, erkannte ich sofort das Potenzial in ihr. Sie hatte es nur noch nicht richtig ausleben können. Ich habe sie dazu gebracht, Marie die Klippe runterzustoßen, Leonie zu töten und auch Lea. Maike ist in etwa so etwas wie meine Schülerin. Ich helfe ihr, die kranken und abgründigen Vorstellungen, die sie in sich hat, auszuleben. Jetzt war Louis starr vor Schrecken. Er begann laut zu atmen. Er sah in das Gesicht seines besten Freundes. Christian, den er seit der Kindheit kannte, der immer für ihn da gewesen war. Er konnte es nicht glauben. Er wollte das nicht glauben. Louis verzog das Gesicht. Er wusste, was er jetzt tun musste. Ihr werdet nie wieder irgendjemandem wehtun, sagte er. Louis, bitte, flehte Maike. Sei ganz ruhig, besänftigte sie Christian, jetzt mit einer völlig ruhigen Stimme. Louis hat seine Entscheidung getroffen. Es gibt nichts mehr, was wir tun könnten. Und so sah Louis ein letztes Mal in die Augen seines besten Freundes. Er sah zu Maike und dann drückte er ab. Er erschoss Christian und Maike. Er erschoss seinen besten Freund und seine gute Freundin, damit sie nie wieder Unheil anrichten würden. Louis stellte sich nach seiner Tat sofort der Polizei. Alles wurde aufgedeckt. Die Sache hatte ein tragisches Ende genommen. Jedoch gab es eine Sache, die Louis später noch erfuhr. In dem Rucksack, den Christian dabei gehabt hatte, waren keine Waffen gewesen. Er und Maike hatten nicht vorgehabt, ihn umzubringen. Nicht an diesem Tag und auch sonst nicht, denn man konnte die WhatsApp-Chat-Verläufe der beiden sicherstellen. Und in diesen fragte Maike immer wieder, wann denn endlich Louis an der Reihe wäre. Doch Christian schrieb vehement, dass er das nicht zulassen würde, da dieser seit seiner Kindheit sein bester Freund und der wichtigste Mensch in seinem Leben gewesen war. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.